Du kennst es vielleicht, dass die Psychologen, die dich bei deiner MPU begutachten, das nicht das erste Mal machen. Du machst es vielleicht das erste Mal, das kann gut sein. Vielleicht hast du es schon mal gemacht oder hast schon mal leider die MPU nicht bestanden. Aber die Psychologen, die wissen natürlich ganz genau, was sie für Tricks anwenden können. Die können dich auch einfach mal testen, um einfach zu überprüfen, ob du auch eine psychologische Standfestigkeit hast. Das sieht dann im Gespräch zum Beispiel so aus, dass sie dir eine Frage stellen. Die Frage beantwortest du, dann blättern sie ein bisschen in der Akte rum, schauen dich dann nochmal ernst oder auch böse an und sagen dann, ja, nee, sind sie sicher, dass sie dabei bleiben wollen, dass es nur XY bla 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 war. Und das kann den ein oder anderen Menschen, der sich darauf nicht vorbereitet hat, weil er die Information vielleicht nicht bekommen hat, weil er erstmal nicht bei einer Vorbereitung war oder bei einer schlechten Vorbereitung, dann kann die innere Stimme sagen, hey, der hat dich gerade durchschaut, sag doch mal lieber, wie es wirklich war. Und wenn du dann auf einmal sagst, ja, sie haben ja recht, es war ja in Wirklichkeit doch anders, da war noch das andere und das war auch noch dazu, dann kann es passieren, dass du wegen dieser Sache jetzt durchfällst, weil deine ganzen anderen Antworten direkt unten im Keller sind bezüglich der Glaubwürdigkeit und dann lässt er dich durchfallen. Du kannst dir jetzt einfach so vorstellen, dass der Psychologe dieses Spiel schon tausendfach gespielt hat. Der hat tausend Menschen schon vor sich gehabt, der hat alle möglichen Situationen schon festgestellt, auch die Rhetorik, wie die Menschen da sitzen oder wie sie einfach hinter dem Wort stehen, was sie da gerade erzählen. Das können die quasi schon feststellen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob das totaler Käse ist. Du kannst dir vorstellen, die haben so imaginäre Sensoren und die springen direkt an, wenn die sowas merken. Und dann hacken sie auf dich rum und machen dich fertig. Und deswegen musst du darauf achten, dass du nicht auf einen psychologischen Trick reinfällst, ohne es zu wissen. Weil das führt nämlich dann dazu, dass der Psychologe dich durchfallen lässt. Das sagt er dir natürlich nicht. Die sagen dir nicht ins Gesicht, ey, sie sind jetzt hier durchgefallen, ich lasse sie auf keinen Fall bestehen. Weil es schon damals in den 90er Jahren und auch in den 80er Jahren Menschen gegeben hat, die sind dann einfach ausgerastet, haben dem Psychologen dann auf die Schnauze gehauen. Und deswegen sagen die es dir nicht. Die sagen dann höchstens, ja, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, wünsche ihnen erstmal trotzdem alles Gute. Und dann nach 4, 5 Wochen bekommst du das negative Gutachten, dann nach Hause geschickt und dann ist das ganze Thema einfach gegessen. Deswegen, das psychologische Gespräch, der Hauptteil einer jeden MPU, das ist genau der Part, worauf du dich am meisten vorbereiten musst, weil das auch der Part ist, der zu 95% entscheidet, ob du bestehst oder ob du nicht bestehst. Wenn dir das auch passiert ist, wenn du mal beim Psychologen warst, der dich sehr unfreundlich behandelt hat, dann auch meistens nur deswegen, weil er schon am Anfang des Gesprächs festgestellt hat, okay, die Person, die gerade in mein Büro reingekommen ist, die ich jetzt das erste Mal gesehen habe, anhand von den ersten Sachen, die Person mir erzählt hat, weiß ich schon, ey, das wird sowieso heute nichts. Dann fangen die auf einmal an, sich daraus auch einen Spaß zu machen, nehmen dich richtig auseinander, finden das auch einfach lustig, amüsant und du bist dann die betroffene Person, die das gar nicht versteht, warum dieser Mensch so unfreundlich war. Und deswegen, die Psychologen, die eignen sich immer an den Gegenüber. Wenn die direkt von Anfang an merken, ey, die Person, die ist top vorbereitet, dann sind die auch korrekt, lassen dich aussprechen, fallen dir nicht ins Wort. Aber wenn die feststellen von Anfang an, das wird sowieso nichts, dann machen die dich einfach fertig. Wenn du das vielleicht selber mal miterlebt hast oder du generell das MPU-Problem hast und einfach nicht weiterkommst, weißt du nicht, weißt, was muss ich beim Psychologen sagen, wenn du vielleicht Angst hast vor dem psychologischen Gespräch, weil das natürlich auch sehr unangenehm ist, weil du über deine Vergangenheit sprechen musst, über deine ganzen Probleme, dann kannst du dich auch bei mir zu einem kostenlosen MPU-Beratungsgespräch eintragen unter www.sedura.de. In diesem kostenlosen 45-minütigen Beratungsgespräch erkläre ich dir genau, wie ein richtiger Plan aussieht, was du alles für Voraussetzungen erfüllen musst, wie du das psychologische Gespräch auch meistern kannst, vor allem auch, wie die Fragen einzeln aussehen, was du dazu am besten sagen sollst. Das alles wird in diesem kostenlosen Beratungsgespräch abgeklärt. Also einfach unter www.sedura.de eintragen und dann sprechen wir über deine gesamte Situation. Bis dahin wünsche ich dir noch alles Gute, mach keinen Scheiß und bis zum nächsten Mal. Dein Dustin. Über Monate hinweg begleitet. Man hat immer Rückhalt, ne? Und man ist auf jeden Fall top vorbereitet. Ne? Also man geht eigentlich mit einem guten Gewissen in die Prüfung und man kommt eigentlich mit einem Top-Ergebnis wieder zurück. Ne? Also kann ich nur empfehlen.